Hast du schon einmal am Rande des Grand Canyon gestanden, in die Weite der Felsen und des Himmels geblickt und gespürt, wie dir ein Schauer über den Rücken lief? Dieser berühmte Nationalpark ist ein richtiges Weltwunder, aber er ist auch einer der geheimnisvollsten Orte der Welt. Er hat die Fantasie der Menschen seit Jahrhunderten in seinen Bann gezogen mit seinen hochaufragenden Klippen und wirbelnden Flussläufen, die eine ebenso atemberaubende wie verwirrende Landschaft geformt haben. Aber trotz allem, was wir über den Nationalpark wissen, gibt es immer noch vieles, das verborgen bleibt. Geheimnisse, die in den Felsen versteckt sind, die die Wände des Parks bilden. Eine neue Entdeckung hat die Geheimnisse des Canyons noch deutlicher gemacht und lässt selbst die erfahrensten Wissenschaftlerinnen ungläubig staunen. Bist du bereit, die Geheimnisse des Grand Canyon zu entschlüsseln? Dann begib dich mit uns auf eine Reise und erforsche das bisher größte Rätsel des Grand Canyon. Der Grand Canyon ist nicht nur ein geologisches Wunderwerk, sondern auch ein Ort von immenser kultureller und historischer Bedeutung. Seit Jahrhunderten betrachten indigene Stämme wie die Havasupai, Hopi, Paiute, Navajo und Zuni den Canyon als heiligen Boden mit Geschichten und Traditionen, die bis zum Anbeginn der Zeit zurückreichen. Er ist ein Ort der Pilgerschaft und des Gebets, an dem die Menschen sich mit ihren spirituellen Wurzeln verbinden und Trost in der Kraft des Colorado River finden können. Der Canyon ist auch ein wichtiger Teil der amerikanischen Geschichte, denn er war ein Schlachtfeld für alles, vom Bergbau bis zum Naturschutz. Durch das Eingreifen von Präsident Teddy Roosevelt erhielt der Canyon den Schutz, den er verdiente, und wurde zu einem Nationaldenkmal und schließlich zum Nationalpark erklärt. Heute ist der Grand Canyon ein Symbol für die Widerstandsfähigkeit und den Fortschritt Amerikas und ein Zeugnis für die Kraft der Natur. Es ist ein Ort, an dem die Vergangenheit auf die Gegenwart trifft und an dem Besucher die tiefe kulturelle und historische Bedeutung dieses Naturwunders kennen und schätzen lernen können. Und der Grand Canyon ist nicht nur ein Reiseziel für Amerikaner, sondern eine globale Attraktion, die Besucher aus allen Teilen der Welt anzieht. Von seinen geologischen Wundern bis hin zu seiner kulturellen Bedeutung hat der Grand Canyon für jeden etwas zu bieten. Allein im Jahr 2019 haben sich mehr als 1 Million Reisende aus aller Welt auf den Weg gemacht, um seine Schönheit hautnah zu erleben. Der Grand Canyon ist aber nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein großer Wirtschaftsfaktor für die Region. Aus dem Bericht des National Park Service für 2018 geht hervor, dass die Ausgaben der Besucher mehr als 1,5 Milliarden Dollar einbrachten und mehr als 11.500 Arbeitsplätze in der Region schufen. Doch der Grand Canyon hat nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen. Er ist auch die Heimat des bereits erwähnten Havasupai-Stammes, dem ein Teil des Canyons gehört und der Besuchern geführte Touren und Campinggenehmigungen anbietet. Diese Genehmigungen sind innerhalb weniger Tage ausverkauft und bringen jedes Jahr über 18 Millionen Dollar an Tourismuseinnahmen. Und für die umliegenden Stämme wie Hula, Pai und Navajo ist der Grand Canyon mehr als nur eine Einnahmequelle. Er ist ein Ort von kultureller Bedeutung, an dem Geschichten und Kunsthandwerk über Generationen hinweg weitergegeben werden. Der Grand Canyon ist nicht nur ein geologisches Wunder für Menschen, sondern auch ein Paradies für Wildtiere. Vom bemerkenswerten kalifornischen Kondor bis zum majestätischen amerikanischen Bison beherbergt der Grand Canyon einige der beeindruckendsten Lebewesen der Welt. Dank erfolgreicher Schutzbemühungen hat sich die Kondorpopulation vom Rande des Aussterbens erholt, sodass heute über 75 dieser atemberaubenden Vögel durch den Canyon schweben. Nicht zu vergessen sind die Bisons, die in der Grand Canyon-Region einen sicheren Zufluchtsort vor Jägern gefunden haben und heute in einer Herde von um die 500 Tieren am Nordrand des Canyons umherstreifen. Während die Tiere zweifellos ein Highlight des Grand Canyon sind, sind die geologischen Formationen selbst ein Rätsel, das Wissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten beschäftigt. Wie ist dieses atemberaubende Naturwunder entstanden? Über Millionen von Jahren haben sich die Erosionskräfte des Colorado River durch Schichten von Sedimentgestein gefressen und so die steilen Wände und gewundenen Pfade des Canyons geschaffen. Alles begann mit einem natürlichen Damm, der mit Sedimenten gefüllt war und vor etwa 5 Millionen Jahren einen See im Norden Arizonas bildete. Als der See austrocknete, begann der Colorado River sich langsam und stetig durch das Gestein zu fressen und formte den Canyon, den wir heute kennen und lieben. Jeder Winkel des Canyons birgt jahrhunderte alte Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden, und in den letzten Jahren hatten Forscher das Glück, einen Blick in die faszinierende Vergangenheit zu werfen. Eines der größten Rätsel ist das Mysterium der verschwindenden und wieder auftauchenden Leichen im Grand Canyon. Im Juli 2021 verschwand ein ungarischer Mann aus Las Vegas und sein Auto wurde kurz darauf am Grand Canyon gefunden. Nach einer umfangreichen Suche wurde seine Leiche Mitte August 131 Meter unterhalb des Canyonrandes gefunden.
Die schockierende Entdeckung endete jedoch nicht damit, dass der Suchtrupp in der Nähe eine weitere Leiche fand, nämlich die von Scott Walsh, der 2015 verschwunden war. Seine Überreste waren aufgrund der Tarnkleidung kaum zu sehen, aber eine Suche aus der Luft nach dem ungarischen Mann führte zu seiner Entdeckung 4,8 Kilometer von der Stelle entfernt, an der sein Tagesrucksack vor 6 Jahren gefunden worden war. Die Behörden waren ratlos, warum sie die Leichen nicht schon früher gefunden hatten, aber die jüngste Entdeckung haben neue Hinweise und Anhaltspunkte über den geheimnisvollen Raum in den Felsen des Grand Canyon ans Licht gebracht. Diese Funde werfen nun Licht auf diesen mysteriösen Raum und enthüllen Hinweise, die erklären könnten, warum bestimmte Dinge im Grand Canyon manchmal nicht zu sehen sind. Die fehlenden Milliarden Jahre im Grand Canyon haben Geologen lange Zeit vor ein Rätsel gestellt, denn es ist schwierig, die immense Geschichte dieses atemberaubenden Ortes zu ergründen. Vor kurzem hat ein Team von Forschern eine bahnbrechende Methode namens Thermochronologie angewandt, um die Vergangenheit des Canyons zu erforschen. Sie sammelten Gesteinsproben von verschiedenen Orten und entdeckten, dass die Geschichte des Grand Canyon viel komplizierter ist als bisher angenommen. Tatsächlich fanden sie heraus, dass die westliche und die östliche Hälfte des Canyons im Laufe der Zeit unterschiedliche geologische Veränderungen durchmachten, die wahrscheinlich durch die Aufspaltung Rodiniens verursacht wurde, einer riesigen Landmasse, die vor etwa 700 Millionen Jahren auseinanderbrach. Das Team kam zu dem Schluss, dass die Aufspaltung Rodiniens unterschiedliche Auswirkungen auf die beiden Hälften des Canyons gehabt haben könnte, was zur Bildung der Great Unconformity führte, einer rätselhaften Erosionsfläche, die überall auf der Welt zu finden ist, aber am deutlichsten am Grund des Grand Canyons zu sehen ist. Diese rätselhafte Erosionsfläche entstand durch die direkte Überlagerung des 500 Millionen Jahre alten paläozoischen Tapea-Sandsteins mit dem 1,4 bis 1,8 Milliarden Jahre alten proterozoischen Vishnu-Schiefer, wodurch eine mysteriöse Lücke von etwa 1 Milliarde Jahren in den Gesteinsdaten der Erde entstand. Und das ist noch nicht alles. Das Forscherteam der University of Colorado Boulder hat vielleicht endlich das Geheimnis um die große Diskordanz, eine Lücke in der Gesteinsgeschichte der Erde, gelüftet. In ihrer aktuellen Studie, die im Journal of Geology veröffentlicht wurde, schlägt das Team vor, dass eine Reihe von Erdbeben, die während des Auseinanderbrechens des alten Superkontinents Rodinia stattfanden, die Ursache für diese fehlende Periode in der geologischen Geschichte sein könnte. Durch die Untersuchung der Gesteins- und Sedimentschicht im Grand Canyon gewinnen Wissenschaftlerinnen ein besseres Verständnis für die Vergangenheit der Erde. Die Hauptautorin, Barra Peak, beschreibt den Grand Canyon als ein Geschichtslehrbuch, das uns erlaubt, die Tiefen der Zeit zu erforschen und Geheimnisse zu lüften, die seit Milliarden von Jahren verborgen waren. Diese neueste Studie ist ein großer Schritt vorwärts bei der Entschlüsselung der Geheimnisse, die unseren Planeten und alles auf ihm geformt haben. Rebecca Flowers, Geologieprofessorin an der University of Colorado Boulder und Mitautorin der Studie, macht neue Labortechniken für ein besseres Verständnis der großen Diskordanz verantwortlich. Anstatt sich in Luft aufzulösen, gibt es Hinweise darauf, dass die Gesteine aus der fehlenden Periode in Bewegung waren. Die Daten deuten darauf hin, dass sie sich nach oben und weg bewegen und vielleicht sogar die Leichen der beiden Männer, die im Canyon gefunden wurden, mit sich tragen. Aber wir kratzen nur an der Oberfläche, um die Geheimnisse des Grand Canyon zu entdecken. Unzählige Fragen zu diesem prächtigen Naturwunder sind noch unbeantwortet. Die frühesten Menschen. Wissenschaftlerinnen haben seit langem eine gewisse Vorstellung davon, wann die ersten Menschen auf der Erde aufgetaucht sind, aber eine neue Entdeckung hat die Welt der Wissenschaft aufgerüttelt. Vor kurzem wurde im White Sands National Park Fußabdrücke aus einer Zeit gefunden, als man noch keine Menschen in Amerika vermutete, und sie wurden als bahnbrechende Entdeckung mit weitreichenden Implikationen bezeichnet. Dieser bemerkenswerte Fund könnte darauf hindeuten, dass Menschen schon viel früher in Nord- und Südamerika lebten als bisher angenommen. Einige Experten glauben, dass diese Fußabdrücke Beweise für die ersten Menschen sein könnten, die sich in die neue Welt wagten, was darauf hindeutet, dass Menschen bereits vor 23.000 Jahren in diesem Gebiet gelebt haben könnten. Das ist ein bedeutender Unterschied zu der weit verbreiteten Annahme, dass die Menschen vor etwa 13.000 Jahren in Amerika angekommen sind. Die Entdeckung hat sowohl unter Wissenschaftlerinnen als auch unter Archäologinnen für Aufregung und Kontroversen gesorgt. Die Entdeckung reicht zwar nicht aus, um die Debatte über den Zeitpunkt der menschlichen Besiedlung Amerikas zu beenden, aber sie macht die laufende Diskussion noch interessanter. Cyprian F. Ardalion, Archäologe an der Autonomen Universität von Zacatecas, hat diese Entdeckung sogar als den heiligen Gral der Anthropologie und Archäologie bezeichnet. Seine Forschungen in der mexikanischen Chiquihuite-Höhle stützen die Theorie, dass Menschen bereits vor 30.000 Jahren in Nordamerika lebten.
Die Fußabdrücke, die im White Sands National Park gefunden wurden, sind möglicherweise der erste greifbare Beweis für eine viel frühere menschliche Präsenz in Amerika als bisher angenommen. Und das ist noch nicht alles, was im Grand Canyon entdeckt wurde. Forscher haben in der Nähe eines beliebten Wanderweges versteinerte Fußabdrücke entdeckt, die 313 Millionen Jahre alt sind. Man vermutet, dass diese Spuren von einem vierbeinigen Tier stammen, das in seitlicher Abfolge lief, was sie zu den ältesten Beweisen für Wirbeltiere macht, die auf Sanddünen liefen. Die Entdeckung hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft einiges Aufsehen erregt und Spekulationen darüber ausgelöst, wie das Tier aussah und um welche Art von Tier es sich gehandelt haben könnte. Einige Forscher vermuten sogar, dass diese Fußabdrücke einen wichtigen Punkt in der Evolution der Tiere markieren könnten, indem sie in der Lage waren, Eier mit einer schützenden Schale außerhalb des Wassers zu legen. Der Felsen mit den Fußabdrücken liegt derzeit gut sichtbar am Bright Angel Trail und wiegt hunderte von Kilos. Die Beamten des Grand Canyon versuchen zu entscheiden, was damit geschehen soll, während die Forscher hoffen, weitere Spuren desselben Tieres zu finden, um mehr Daten zu sammeln. Die Aufregung und Kontroverse um diese Entdeckung zeigt, dass die Wissenschaft niemals stillsteht und neue Entdeckungen das, was wir über die Vergangenheit zu wissen glauben, in Frage stellen können. Wer weiß, welche anderen Geheimnisse und Geschichten in den Felsen des Grand Canyon verborgen sind und darauf warten, aufgedeckt zu werden? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.